In Zeiten wie Hashtag MeToo sind Themen wie die Gleichberechtigung der Frau in aller Munde. Auch in der katholischen Kirche leisten die Frauen viel, aber wie so oft fällen Entscheidungen nur Männer. Widerspricht dies nicht der Vorstellung der größten moralischen Instanz im Westen? Jacqueline Straub ist Theologin, hat 3 Bücher veröffentlicht und versucht vergeblich seit vielen Jahren Priesterin zu werden. Wir durften sie bei der Vorlesung ihres Buches Kickt die Kirche aus dem Koma begleiten. Als ich Jugendliche war und eben gespürt habe, ich will Priesterin werden, ich will da vorne im Altar stehen, ich will predigen, da habe ich mir wirklich überlegt, ob ich nicht evangelisch werden sollte, weil es wäre natürlich einfacher und ich müsste nicht kämpfen und nicht gegen diese starre Wand dort immer wieder anklopfen oder dagegen schlagen. Aber ich habe gespürt, ich fühle mich römisch-katholisch und ich fühle mich zur römisch-katholischen Priesterin berufen. Und dann war eigentlich klar, ich kämpfe. Alles ruft nach Gleichberechtigung. Nur bei der katholischen Kirche will man von Priesterinnen nichts wissen. Frauen sind leider nicht gleichberechtigt, eben weil sie nicht die gleichen Ämter ausführen dürfen wie die Männer. Also ich als Frau, einfach nur weil ich Frau bin, darf nicht Priesterin werden. Nicht irgendwie, weil ich nicht die Qualifikation habe. Ich studiere genau gleich lang wie die Männer, einfach nur weil ich eine Frau bin. Und darum, leider Gottes, werden Frauen in der katholischen Kirche diskriminiert. Doch wie argumentiert die Kirche? Die Bistümer Chur und St. Gallen wollten dazu keine Stellung nehmen. Lediglich vom Bistum Basel erhielten wir eine Einladung. Bischof Döni empfing uns in seinem Ordinariat in Solothurn. Jesus, einmal in seinem Leben, in seinem Parcours, oder? 12 Männer, also 12 Apostel, ausgewählt hat. Darf man solche Auffassungen noch identisch interpretieren wie vor 2000 Jahren? Bischof Döni fragt sich selbst. Ist diese beiden Gründe, Jesus und die Apostel, oder sind diese beiden Gründe wirklich also ewig so entscheidend? Wenn sogar der Bischof des größten Bistums der Schweiz für die Gleichstellung der Frau ist, woran liegt es dann, dass sich bis jetzt noch nichts geändert hat? Jacqueline Straub sieht das Problem ganz oben. Das heißt, es bräuchte eine Synode, also ein Treffen von den Bischöfen und vom Papst, die dann beschließen, wir lassen Frauen zur Priesterin zu. Und das ist natürlich ein sehr langer Prozess, weil es gibt noch ganz viele Bischöfe und auch Priester, die extrem frauenfeindlich sind und die eine ganz klare Aufteilung von Männern und Frauen in der Kirche sehen. Während der Buchvorlesung erfahren wir von Jacqueline Straub, dass viele Erzbischöfe Nachfolger ernennen, welche dieselben moralischen Vorstellungen pflegen. Es gibt Themen in unserer Kirche, die wir behandeln, aber viel zu langsam. Ironischerweise ist Bischof Döni selbst der Präsident des katholischen Frauenrates. Das nächste Mal, als wir uns treffen in der Bischofskonferenz, werde ich sagen, also der Moment ist gekommen, dass eine Frau Präsidentin des Frauenrates sein kann. Offensichtlich dreht sich die Uhr der Kirche langsamer als die der Gesellschaft. Jetzt geht es das nicht mehr. Muss unbedingt eine Frau Präsidentin des Frauenrates sein. Das stimmt. Solange die katholische Kirche veraltete Wertvorstellungen pflegt, braucht es wohl Menschen wie Jacqueline Straub. Ich kämpfe so lange, bis ich Priesterin bin.